Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum verdient eigentlich eine Grafikdesignerin rund ein Drittel weniger als ein Grafikdesigner? Warum verdient eigentlich eine Buchhalterin rund ein Viertel weniger als ein Buchhalter? Und das sind ja nicht die Ausnahmen, das ist die Regel. Arbeitnehmerinnen werden in Deutschland rund ein Viertel ihres Lohnes vorenthalten und es ist einfach völlig inakzeptabel. Jeder und jede hat das Recht auf eine faire Bezahlung. Nirgendwo in Europa geht die Lohnschere derart weit auseinander wie in Deutschland. Nicht in Frankreich, nicht in Griechenland, nicht in Bulgarien. Und sie wird sich auch nicht schließen lassen, wenn wir nicht endlich Unternehmen gesetzlich dazu verpflichten, gleiche Löhne für die gleiche Arbeit zu zahlen. Und das kann passieren. Das kann passieren mit einem Entgeltgleichheitsgesetz, wie die SPD es heute vorgelegt hat. Unsere Diskussionspunkte hat ja auch meine Kollegin schon benannt. Ich möchte aber etwas weitergehen, weil die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau tatsächlich nur die Spitze des Eisberges ist. Im Laufe eines Arbeitslebens sammeln sich bei Frauen unheimlich viele Diskriminierungen am Arbeitsmarkt an. Bekäme man einen Lohnzettel nach dem gesamten Erwerbsleben, also nach dem Schulabschluss bis zur Rente, dann stünde unter dem Strich bei Frauen etwa nicht mehr dieses Minus von 23%, sondern von 50%. Das liegt an der unfairen Bezahlung. Das liegt daran, dass Frauen immer noch meistens die Erziehung von Kindern und die Pflege der Eltern übernehmen. Das liegt daran, dass Frauen viel zu oft in Minijobs ohne soziale Absicherung arbeiten. Und das liegt daran, dass Frauen mit Dumpinglöhnen abgespeist werden. Und vor 2 Tagen wurde bekannt, dass in Kitas immer mehr Erzieherinnen als Leiharbeitnehmerinnen zu 1.000 Euro brutto beschäftigt werden. Meine Damen und Herren, diese Frauen bringen eine unheimlich hohe Qualifikation mit. Sie tragen riesige Verantwortung für unsere Kinder und sie müssen Vertrauen aufbauen. Diese Frauen kann man nicht hin und her ausleihen und mit Hungerlöhnen unterhalb des Existenzminimums abspeisen. Das Mindeste, was ich von Ihnen als Regierende erwarte, ist ein Verbot der Leiharbeit in diesem sensiblen Bereich. Mit all diesen Punkten steigt übrigens auch für die Frau das Risiko, im Alter arm zu werden. Arbeitet eine Frau ihr Leben lang in einem 400-Euro-Job, und das sind in Deutschland derzeit 5 Millionen Frauen, dann hat sie einen Rentenanspruch von 139,95 € monatlich. Es kann nicht ernst sein, dass sie die 5 Millionen Frauen, die heute nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, morgen wirklich sehenden Auges in die Altersarmut schicken wollen. Wie sieht denn Ihr politisches Konzept aus, mit dem Sie diese Frauen auffangen wollen? Verdenken Sie mir, dass ich keins erkennen kann. Wir haben eins, wir wollen eine Mindestrente von 1.050 Euro und gute Arbeit für jeden und jede. Streiten Sie doch endlich mit uns gegen Hungerlöhne. Jede Frau und jeder Mann muss für eine Stunde Erwerbsarbeit mindestens 10 Euro erhalten. Diese Verrohung und die Entsicherung, die wir am Arbeitsmarkt doch haben, muss endlich ein Ende haben. Und wissen Sie, jetzt kommt die Sommerzeit. Das ist eigentlich die Urlaubszeit. Haben Sie sich auf der Straße mal umgehört, wie viele eigentlich sich noch einen Urlaub leisten können? Welche Familie mit Kindern? Welche Frau, die weniger Urlaubsgeld erhält als ein Mann? Oder welche Alleinerziehende mit 2 Kindern? Es ist doch so, die, die bei uns einen Urlaub am allerdringendsten notwendig hätten, um endlich mal nur eine Woche einer Existenznot oder einer Armut zu entfliehen. Genau diese können von einem Urlaub nur träumen. Und das ist wirklich eine Schande, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stellen Sie sich endlich an die Seite von Alleinerziehenden. Wir haben in Deutschland eine unglaublich und ungeheuerliche Armut bei Kindern und bei Jugendlichen. Und das hängt in vielen Fällen mit der Existenznot von den Müttern zusammen. Um Kindern und Jugendlichen eine Perspektive für ihr Leben zu bieten, müssen sie die soziale Existenz, die finanzielle Existenz von ihren Müttern sichern. Und sie müssen dafür sorgen, dass aus Überlebensstrategien, die wir häufig beobachten können, endlich wieder Strategien des Lebens werden. Und dabei bleibt immer aktuell das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nur dann, wenn die Kinderbetreuung wirklich stimmt, müssen Frauen keine prekäre Beschäftigung mehr annehmen, um irgendwie Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. In Deutschland werden aber nur 20 Kinder unter 3 Jahren ganztags betreut.
In Dänemark zum Beispiel sind es 64%. Und in einem solchen Fall geht die Gleichung von Familie und Beruf doch wirklich auf. Und trotz dieser ernüchternden Zahlen veranstalten Sie hier ein selbstherrliches Theater rund um das Betreuungsgeld. Ich kann Ihnen sagen, unser Widerstand ist Ihnen sicher, wenn Sie hier Milliarden verschwenden, statt die Kita-Plätze auszubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie, was ich denke? Wenn wir hier einmal die Diätenerhöhung aller Abgeordneten hier im Bundestag daran koppeln würden, wie sich die Löhne der Frauen in der Gesamtgesellschaft erhöhen, dann hätten wir bald die Entgeltgleichheit, darauf würde ich wetten. Danke. Das Wort hat nun Ekin.